Ja, wieder eine grüne Tasse hinter dem Greenscreen, vor dem Greenscreen, macht natürlich richtig Sinn. Ja, damit herzlich willkommen zu dem Titel Aaron's Adventure. Ja, der Release war jetzt quasi heute am, welchen haben wir heute? Hey. 7. April. Ja. Und wir schauen da jetzt einfach mal ganz frisch rein. Ab geht's. Ja, wir gucken mal gemeinsam rein. Ich mache ein komplett neues Spiel. Ich weiß noch nicht genau, worum es da geht. Aber es sieht halt ganz nett aus. Also ist klar, es ist low-poly so, muss man mögen. Ja. Ja, ganz so weiß sehe ich noch auch nicht aus. Ja, nehmen wir mal ihn hier. Es glänzt halt hart, ne? Haare ist schwierig. Ja, Adventure lassen wir hier auf jeden Fall. Ah, guck mal. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, dann können wir jetzt hier mal einen Satz schwarze Haare gönnen. Und ansonsten könnten wir gleich mal weitermachen. My people were slaves to vile creatures that ruled over us mercilessly. During the day, we never saw the sunlight. But at night, we would lie down and gaze into the eyes that looked back at us. One fateful night, a new light flew across the sky. Fascination caused us to sneak out of camp to observe this wonder. As we approached it, sparks flew from the light. As each spark landed, one by one, my friends disappeared. Oh, nein. And then one hit me. When I woke up, hours had passed. It was too late to return to camp without being discovered. Once I was among the trees, it took only moments before I was attacked by wolves. I wandered a few steps and finally collapsed. Awakening again, I found myself in some sort of encampment. When I stepped outside, I looked into the faces of elves, men, and dwarves. The eye became a part of me. My wounds healed faster than humanly possible. This wasn't the only ability that I had gained. I was able to perform feats that no other race could dream of. For decades I trained, trying to understand my new powers. More eyes fell from the sky. More people like me were born. After many small victories, we were ready to face our enemy out in the open. Das sind ja viele. And surely, we drove them back to the pits of eternity. We won the war, and the people of Elor were finally free. We became a faction of our own, sworn to protect the people we fought for. Yet we remained outsiders. But time changes everyone. Humans easily repeat mistakes of the past. The endless cycle continues. Suspicion and mistrust of our kind. The sentinels began to grow. The rocks no longer fell from the sky. Humans were facing poverty and struggle, and needed someone to blame. My closest friend left the Council of Sentinels looking for answers. When he returned, he came out of the Eternal Pits, home of our sworn enemies, with an army. He marched it right to the doorstep of our castle. Killing anything and everything along the way. We had no chance against this force. Crowan said we should join him instead of throwing our lives away. Some brave council members sacrificed themselves as a distraction while I led an escape party through stealth. We had a plan, a ritual to trap Crowan and his army, frozen in time. A plan that required us to sacrifice ourselves. Only the falling of a new eye from the sky would break the spell. And so we remained frozen. Ja, war spannend. Ja, wie immer. Menschen sind schuld am Ende. A new era exists for the people of Elor. Though violence is still a part of it. The Sentinels are only a fairy tale that parents tell their children. Yet, something is coming. I can feel it. An innocent child will be born and change everything. This boy could break the cycle of violence and save the people of Elor. All right, Aaron. Stay close. Good morning, Marcus. How's business? Prolog. Der Marktplatz. Oh, do you see that? Oh, I'm just a little Bursche. Elias really loves them. Sometimes I don't get that man. Ach, das ist meine Mom hier, ah.
Das ist ja niedlich gemacht, ey. Ich mag die Grafik, die ganz gern haben, glaube ich. Yeah, go to the card. Jetzt haben wir einen Quest, unseren ersten. Ja. Come on. Ist doch ganz witzig gemacht bisher. Also, wie jetzt die ersten zwei Minuten hier. Ja, so ein bisschen verträumt ja alles, ne? Da ist der Card. I see you've had enough. Let's go home. Wakey, wakey, sleepyhead. It might be your birthday, but there won't be any cake for you today. All right, there will be cake, but later. Wow, es ist mein Geburtstag, es ist mein Geburtstag, aber ich krieg keinen Kuchen, was mich etwas traurig macht. Aber gut, jetzt gucken wir ja mal den Daddy an. Today we are training. Wir trainieren. Telling your friends that you want to become a soldier? Well, for your very first mission, you'll have to sneak up on me. Ich kann mich jetzt quasi tatsächlich so an ihn ranschleichen. Kann ich jetzt hier einfach... Aha. Ja. C for Stealth. Ich kann mich hier quasi durch den Busch stealthen. Und dann springen wir da gleich den Vorsprung runter und dann haben wir ihn gleich voll erwischt. Hier ganz leise und sneaky. Great job, son. Boom! Now, for your epic reward, we made you this sword and shield. Oh, thank you. Do you like them? Captain. These tools are definitely useful, but sometimes it's easier to sneak past dangerous situations. Gut, dann finden wir jetzt mal die Mutter. Ich find's geil. Also, ich finde die Grafik ziemlich okay. Da drin hier sieht ganz gut aus. Mö. Mö. So. Woo! Geil. I hope you'll enjoy it as much as I do. Ein Bogen brauche ich auch. Das ist sehr gut. Ich liebe ja Bogen. Versuchen wir es. So, also ich muss jetzt einmal den Bogen ausrüsten. Das tue ich, indem ich den rechten Maustaster klicke. Ja, das steht unten links. Und jetzt versuchen wir mal die Target zu hitten. Easy. So, jetzt quatschen wir mit der Mutter. You're really good at this. Are you sure you haven't done this before? Why don't you try hitting the targets again? I have some work to do now. Okay, sie muss ein bisschen arbeiten. Ich soll mal ein bisschen üben. It's a fox. Drei Hühner wurden getötet und er denkt, es war ein Fuchs. Ich wette, wir müssen den Fuchs umbringen. I'll have a look later this week. I have that trade this afternoon. Oh, da liegen die drei toten Hühner. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, die Hühner wurden vom Tier angegriffen. Ja, es kann schon ein Fuchs sein, ne, durchaus. So. Traces from the chicken, soll ich jetzt folgen? Also die Spuren der Hühner? Was ist denn hier? Jetzt fängt es auch noch an zu schütten. Geiles Wetter. Chicken Problems, da ist er. Ah, Wolfie wegmachen. Füchsi. Alter. Warte mal. Waffe wegpacken. Voll. Weggeschnetzelt das Tier. Ich habe den Fuchs gesucht und habe sichergestellt, dass er nicht mal einen Huhn umbringt. Storytime. Ist das jetzt so eine Art Rückblende oder? Ja, guck mal. Reite schon. Sie haben mir Geschichten erzählt. Und jetzt laufe ich. Weiß nicht genau, was er jetzt sagt, aber. Ab zum Marktplatz. Jo, Chapter 1. 8 Jahre später, alles klar. Da ist natürlich relativ viel Zeit ins Land gegangen. Aber es sieht immer noch friedlich aus. Ja, sehr cool. Sehr cool. Abenteuer warten. Ich habe hier die krasseste Ausrüstung, ja, Metallschwert, Metallschild und habe jetzt mal wieder die Quest und ich soll mit meinem Vater reden, der hier direkt vor mir steht.
Good morning. Ready Guten for Morgen. Another day of hard work. You know, it ain't much, but oh ja, ich bin gerade so wach, aber wait, ich bin bereit. Wait, this can't be happening. This must be it. Aaron, the Sentinels are returning. Was ist das? Ein Auge? Sure looks like it. Ja, imagine, tut es. No aging. Being able to jump as high as a house. We haven't okay. seen Sentinels in hundreds of years. I wonder why it dropped now. What was that shock? Is that normal? I spent most of my life traveling Elor, looking for one of these. Ja, also ich frage mal ganz vorsichtig, ob ich da nachgucken soll oder. Yes, you should. Schau doch mal, vielleicht gehe ich hier über Stock und Stein einfach. Statt der Route. Oh, schick. Sieht ja schick aus. Da drüben ist ein Baum umgekippt. Ich glaube, ich sattel auch gleich mal vom Pferd ab. Ja, ich glaube, es ist einfacher. Warte hier. Ja. Schwimmen kann er auch. Aufregend. Boah, was ein Kristall. So, dann schauen wir mal. Ja, ja, das sieht nach Auge aus. Ja, okay. Wo bin ich gelandet? Ich habe keine aktiven Quests mehr. Hier steht jemand. Kara. Tja, wer ich bin? Ich bin Aaron. Und wer du? Okay, sie kann meine Erinnerung sehen und erinnert sich an einige eigene. My name is Kara and you are Aaron. The boy that touched the eye. So sieht das aus. Don't be afraid, Aaron. You arrived on time. Nice, ich bin noch rechtzeitig angekommen. Die Welt ist noch nicht verloren. Aha, okay. Ist der Kristall verschwunden? Ich bin wieder zu Hause. Aber irgendwas geht da hinten ab. Und da gucken wir jetzt mal hin. Ah, lass mal da hingehen jetzt. Ich glaube, das wird spannend. Oh ja, ein Drache, Alter. Guck dir mal die Schießzeuge hinten an. Das ist ja... Okay. Easy weggemacht. Move. I can still keep him busy for a while. Get the last people out. Aaron, leave. Remember, we protect those that can't protect themselves. We love you, son. Oh. Kriegen wir da alle K.O.? Hoffentlich nur K.O. A boy. That is what the eyes send to oppose me. Chapter 1. Ein Held ist geboren. Was ist das denn? Ach, Kara, ja, ja, die sitzt so ein bisschen. Sorry, Aaron. The dragon was one of the creatures trapped by my spell. He must have been sent forward with some troops to find the rock before someone else did. Wie lange war ich weg? Woke up when you did. Like I said, we're tied together. Nur so ein paar Tage. You're the only one that can stand against this evil, Aaron. You've seen the power that your enemy wields. The people of Elor need you. Wo fange ich an? I think I'll have to give you a crash course in your abilities. I'm having a hard time remembering a lot of things myself. But I do remember we have some knowledge points connected with the rest here in Rife. If we go there, you can practice. Ja, ein bisschen Übung kann mir bestimmt nicht schaden. Ja, meine Archery Abilities. Ja. Ah, okay, jetzt lerne ich noch ein bisschen was über Schwert und Bogen. Yo. Okay, Assistance to the town.
Ja, dann lass. Sorry about your parents, Aaron. Wie was? They were brave people. It's surprising to find out that you are the last Sentinel. It seems the prophecy is true then. How do you feel? Na, ja, ungefähr könnte das dann gehen, aber ich bin auch nicht sicher. Man kann hier leider nicht so flexibel über Stock und Stein laufen. Wir gucken mal, wir reiten ja mal lang. Bisher sieht das auch ganz gut aus. Ja, vielleicht kann ich da hin hochkommen. Hier ist eine Treppe. Es laufen hier schon Zombies rum und meine Pfeile sind leer. Zu erwarten, dass das passiert. Ja gut, du kriegst mit dem Schwert halt Massenschaden, also AOE quasi hin. Das ist natürlich ganz nett. Mhm. Hätte ich wissen können. So, dann gehen wir mal hier rein. Das ist ein Dungeon, wa? Ah, mit T habe ich eine Taschenlampe. Oh, it's this place. Ranger Sentinels always were a little dramatic. This is not the most inviting cave, but you will be able to learn some interesting things here. Okay. Ah! Kaputt machen? Nein. So, dann versuchen wir hier unten den Kram zu plündern. Manche Ecken können erklommen werden. Ah, die hier zum Beispiel. So, dann rutschen wir hier gleich mal weiter runter, oder? Gibt es da noch irgendwas vom Interesse? Nö. Dann gehen wir mal weiter runter. Unten so Skills, ja? Boom, weggemacht. Gut, Ruhe. Health Potions, 2 Stück. Ja, ich sollte davon auch nicht mal einen nehmen. Ich habe nur noch wenig Leben da oben links. Ja? Das ist ja nicht mehr so geil gewesen. Und jetzt haben wir hier... Weiß ich auch nicht was. You can actually focus your energy on your arrow and use it to travel huge distances to enemies. Or hooks that you can find all around Elor. Ja, okay. Ah, so. Ja gut, das muss ich noch mal ein bisschen verstehen. Jetzt schießt er nochmal. Ja, okay. Ah ja. Jetzt habe ich es verstanden, glaube ich. Ja, das ist geil. Das gefällt mir gut. Okay. Und jetzt? Ach, hier. Aha. Ja. Okay. Ja, es ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig tatsächlich, aber wenn man so, weiß nicht, drauf hat, bestimmt ziemlich geil, weil den Kampf so richtig schön beschleunigen kannst. Allerdings dürfte es ruhig noch ein bisschen eindeutiger sein, dass man sich teleportiert. Bin nämlich nicht ganz sicher, wann er das tut. Aber, passt erstmal. The teleport arrow, you should look through the window. I'm pretty sure we can hit that creature over there.
Ja, das ist geil. Okay, das gefällt mir ziemlich gut. Ah! So, schnell Waffe wechseln. Ja. Ja. Gar nicht so einfach. Das ist ja umgebracht gleich. Na, nee, jetzt geht's, ne? So. Was haben wir hier oben für ein schickes Ding? I think we have to complete this puzzle in order to progress. Nee. Ah ja. Alles klar. Hat einen kleinen Moment gedauert. Ging dann aber. So, und jetzt? So, was passiert? Nö. Aber ich kann ja sicherlich einfach rüberspringen, oder? Ja. Da ist eine Tür. That was amazing. You're an incredibly fast learner. Dankeschön. Get even better as we start to use these abilities. So, das war die Schnellreise, haben wir jetzt freigeschaltet. Sehr gut. Da unten sind wir. So, jetzt suchen wir hier hinten. Nein. 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 Hey, warte mal. Journey. Sword Abilities. Aktiv markieren. Ah ja, doch. Wenn es das ist. Ah, gute 800 Meter von mir. In welche Blickrichtung? Hier hoch? Ja, dann wird das hier sicherlich sein. Kann ich mich da irgendwo schnell hin teleportieren? Nein. Geil. Muss ich laufen? Ich weiß nicht. Ich mag den Grafikstil ganz gerne. Ich finde, das sieht ganz hübsch aus. So, dann gehen wir mal rein in die nächste Höhle, um was über das Schwert herauszufinden. Ja, Ladezeiten sind extrem kurz, das gefällt mir auch sehr gut. Klar, Spiel liegt auf der SSD. Das hilft bestimmt. I assigned the sentinel that was in charge of this place. Some would call him crazy, but he was a great teacher. And he was a little crazy. So, lauf hier rein. Okay. Ja, das muss ich halt alles noch mal ein bisschen üben. Dieser dynamische Kampf mit dem Bogen, das ist sehr geil, aber ich glaube, da braucht man einen Moment Zeit, um sich damit. Oh, das war ein fieses Geräusch im Ohr. Ein interessanter Gegnertyp. Hat auch relativ viel ausgehalten vom Gefühl her. Was von uns auch da? Ach so, hier ist eine Falle. An der Seite hier. Na gut. Na, hier unten, das sind sicherlich auch alles Fallen. Kann nur von einer Sentinel gelöst werden. Gut, ich bin nur keine. Achso, ich darf bestimmt nur nicht irgendwo doppelt drüber laufen. Ne? Wie darf man da noch aus? Ja, dann muss ich mir gleich überlegen, wie ich da. Ah, ich Idiot. Okay, ich hab's verstanden. Sonst deaktivieren wir uns die ganze Kiste hier gleich wieder. Oh, jetzt haben wir ein Problem, ne? Weil da oben. Oh, okay, ging gut. Oh, okay. Hab's verstanden. So, nochmal einen Heiltrank runterschütten. Irgendwie sieht das da hinten irgendwie gefährlicher aus. So, jetzt lernen wir einen neuen Skill. Focus your energy in the direction you want to go and let it out. Imagine yourself shooting forward. You can also use this while fighting someone to close the gap between you and your enemy or to dodge away rapidly. Ja. Okay, geil. Aber macht er Schaden? Ja, doch. Weil man trifft schon. Ja. Ja. Okay. Und jetzt muss ich meinen Dash benutzen, um hier in der Welt klar zu kommen. Ja, verstehe. Ja, edel. Äußerst edel.
Oh, okay, das war knapp. Ja, netter Skill, netter Skill. So. So, mal gucken, ob wir hier weitermachen müssen. Ja, jetzt müssen wir den gleich einsetzen. Ich finde aber die Entfernung ein bisschen groß hier, aber wir versuchen das trotzdem. Ja, oh doch, hat gereicht. In order to learn the next lesson, you have to prove that you can apply what you have learned so far. Genau, jetzt geht's hier runter und muss ich irgendwie durchdashen muss wahrscheinlich. Na, noch. Oh, wow, 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 wow. Okay. Muss ich mal ganz kurz orientieren. Das sieht aber nicht ganz so dramatisch aus hier. Hoffe ich. Ja, hier geht es. Müsste ja bestimmt gehen. Ja, easy. Viel gefallen. Hier, das war jetzt knapp. Mal wieder. Oh, ne. Okay. Ah, da unten ist eine Truhe. Wollte ich eh hin? Next, you'll learn about our air jump. Doch nicht. It's one of the first things I learned myself. When we're in the air, we can give ourselves another boost. You could see it as a jump while jumping. Juhu. Try it out. Der klassische Super Mario Jump hier. Ne, da fehlt mir noch ein dritter, glaube ich, ne? So, jetzt muss ich bestimmt einen Doppelsprung machen und danach dashen. Ja, ganz entspannt sind wir da rübergekommen. Ja. Kick. Das waren meine Schwertfähigkeiten. Allerdings habe ich ja am Ende des Tages nur eine Schwertfähigkeit kennengelernt. Und einen Doppelsprung halt.